Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge LS22 Frontiers, mein Lieben. Natürlich noch mit Dominik und Jan. Wir haben gerade eine Abstimmung gemacht, ob wir ein Biomasseheizkraftwerk kaufen sollen oder nicht. Weil dann könnten wir die Bäume hier einfach hinziehen und müssen die nicht nach vorne ziehen und können sie auf der Fläche versägen. Und die Abstimmung hat ergeben, dass die meisten, also dass 90% dafür sind. Deswegen machen wir das jetzt. Auf dem Hof. Ist jemand auf dem Hof gerade? Wo bin ich denn unterwegs, Alter? Stellst doch auf, haben wir nicht diese Zusatzfläche da hinten gekauft? Ja, aber da ist blöd, weil da müsste ich mit dem Stroh rumfahren. Ich habe die perfekte Fläche gefunden, wo ich es hinbaue, nämlich da, wo jetzt, deswegen frage ich, ob einer am Hof ist, das Schneidwerk steht und die Paletten. Weil dann kannst du nämlich, da wo du jetzt langläufst, die Bäume langziehen und kannst sie direkt darauf ablegen. Ah, das Schneidwerk ziehe ich mal kurz zur Seite. Und die anderen Sachen mal wegschieben. Einfach. Mhm. Ich habe nicht genügend Geld, weil hier wieder irgendwas eingestellt ist. Freier Modus aus. So. Jetzt geht's. Weil genau da so... Hattest du das gesehen wegen dem Mist, Milo? Was denn für ein Mist? Warum lachst du nur da? Das ist gerade cool. Hä? Was habe ich gesehen, Speedy? Speedy, wolltest du nicht ins Bett? Dein Wecker geht um 0 Uhr. Heizwerk und Heizomat kaufen. Bäume schnitzen bringt da eher weniger. Später wieder verkaufen. Ja, aber da kriegst du nur die Hälfte. Und Heizomat kostet auch wieder, keine Ahnung. Scheiß Heizomat, Ding. Kalk, das kann ich auch kurz rein. Ja, hier wolltest du das hinstellen, wo ich jetzt. Ja, wo du da bist. Ja, schieb das einfach. Schieb's doch einfach weg. Genau, weiter. Bis du an dem Schneidwerk vorbei bist. Ja, passt. Und die anderen beiden unten auch noch. Die kannst du einfach nach unten rausschieben. Da brauche ich nicht viel Platz. Aber Freezy den Mist verkaufen schmackhaft gemacht. Ja, aber die haben ja keinen Mist, die machen ja Gülle. Ach nee, die haben Stroh eingestreut. Keine Ahnung. Die 2 Stunden lohnen sich jetzt auch nicht mehr. Jo, passt, danke. Oh, heute hier wieder. Was oder was? Schön sein, ne? So. Oh. Was denn? Da steht auf einmal ein Gebäude. Da können wir das jetzt da drauf ziehen, passt. Da drauf zersägen. Ja. Ja, dann mit dem Stroh kannst du dann auch gleich reinfahren und dann verkaufen und dann musst du das ja auch nicht zweimal und dreimal anfassen. So, dann haben sie Mist. Okay. Es so von 8 bis 8 wird gespult. Können wir uns komplett in Vollernte sparen, ne? Die Miete auch. Ja. Da hat schon einer gesägt, Kacke. Ja, das war ja noch bevor wir es besprochen hatten. Also. Shit. Ja, nee, alles gut. Ich hatte, glaube ich, 2 gesägt gehabt jetzt. Deswegen habe ich den letzten auch gelassen. Hast du die Kiefer auch gesägt, ne? Ja, passt. Nehme ich jetzt nur die 2 großen und ziehe die dir schon mal hin. Ja, genau.
Ja, speed ich auch rein. Schlaf noch ein bisschen. Das dauert auch schon lange noch, gell? Von da drüben hier anzukommen. Ja, gut, das ist wahrscheinlich auch nicht gerade die kleinste Bombe. Ja, also mit welchem Ende oder soll ich sie denn mittig drauflegen? Ah ja, einmal mittig drauflegen, dass die möglichst auch komplett dann im Schwickersch. Genau. Sonst schiebe ich die mir einfach hier nochmal rauf. Ja, aber da kann ich auch kurz machen. Du brauchst einen stärkeren Schlepper, ja. Kommt nicht. Ey. Sollt euch nicht gerade schieben, ihr sollt euch eindrehen. Boah. Muss ich anders anfangen beim nächsten Mal. So. Dann guck mal, was du damit anfangen kannst. 34. Ja, was ja, zwei relativ gleich lange. Hunterboy, servus. Willkommen im Chat, stopp bitte alle. Oh. So, na los. Wo bleibt das Start? Aha. Let's go. Ich setz wieder anhängen hier. Es war alles schon gemacht. Wirft mich in Weiten zurück. Die GPS-Spur ist weg. Bitte? Meine GPS-Spur ist weg. Oh Mann. Ich fand meine Theorie mit Magen nicht schlecht. Ganz ehrlich sagen. Ich hätte Detektiv werden sollen. Oder Verschwörungstheoretiker. Ich weiß es noch nicht. Ganze zwei Folgen. Also so lange habe ich jetzt auch nicht gebraucht ums Anhängen. Fürs Anhängen. Ja. Ziehst du dann, Dominik, weiter die Bäume aus dem Wald und ich gehe dann dreschen, wenn es soweit ist? Ja, wenn ich. Ja, ja, wenn du fertig bist mit Säen, schon klar. Säen. Hast du schon was verkauft, Philipp? Nee, noch nicht. War ja noch gerade. Weil die Bäume nämlich nicht alle auf unserem Grundstück, weil du das nämlich
sehr an die Kante gebaut hast. Oh. Das heißt, ich kann das, was hier hinten liegt im Grün, nicht schneiden. Oh weil Mann. Ja, egal. Das nach das aufschieben. Hat sich mein Ordnungswahn wieder nicht ausgezahlt. Holz. Holz. Du kannst den Text? Ich dachte, das Lied kennt keiner. Habe ich damals komponiert. Am Anfang von diesem Projekt, wo wir Holz gemacht haben. Ja. Ja. Okay, Holz verkauft. Jetzt. Alles weg, oder was? Ein Stamm ist jetzt übergeblieben. Ich komme mit 9. Das war aber gar nicht so schlecht. Nee. Das waren, glaube ich, 3 Bäume waren das. 20.000. Ja. Nice. 114 haben wir hierfür bezahlt. Das heißt 6, 3, 6, 9, 12, 15 Bäume ist das Ding bezahlt. Oder? Dann kannst du es wieder verkaufen. Ja, und dann kann man es wieder verkaufen. Oder wir machen es halt, wir erweitern es so wie Tino zu einem Feld. Irgendwann. Aus dem Bio-HKW schnell heraus? Fobis, was meinst du damit? Achso, schon ist der Verlust. Ja, ja. Der Verlust ist schon wieder raus, ja. Weil die Hälfte kriegen wir ja dafür wieder. HKW hat sich schon wieder bezahlt gemacht. Oder was auch immer das ist. So, dann zahl doch mal 30.000 zurück schon mal, dass wir 30.000 weniger Kredit zu bezahlen. Ja, geil, sogar ging sogar noch um 5er mehr. Ach, aber ein bisschen plus one. Ja. Knapp 300.000 Kredit. Was meinst du damit? Mischka? Der Holztrain kommt. Tuff, tuff, tuff. Boah, genau über das, was du da jetzt hergeschoben hast, oder? Wie willst du es denn gerne? Soll ich so liegen lassen, oder was? Ja, ich schieb mir das rauf. Ja. Vielleicht so ein bisschen alle Produktionen auch im Blick haben. Ja, natürlich. Na, können wir ja mal gucken. Und die Aufträge, uha. Also die Schafe produzieren, aber die verlieren keine Nahrung. Da liegt ein Ball, ne? Es würde auf der 41 einen neuen Ernteauftrag geben. Die 41 ist maximal weit weg von unseren Feldern und die 29 ist im Bereich. Sollen wir den 29er Auftrag killen und sollen die 41 nehmen? Aber dann ist doch der Drescher weg. Aber da ist ein neuer Drescher dabei und zwar ein größerer, ein dicker Case. Da kommen wir nicht dran. Ja, ich nehme den nur jetzt erstmal an. Wir können ja den anderen morgen früh killen. So, ja. Aber wenn das ja wieder Strafzinsen. Ja, haben wir doch so oder so. Ja. Aber die 29 müssen wir bald mal kaufen, weil da kommen wir in die Nähe. Und die 41 ist drüben auf der anderen Straßenseite, an der Spitze von der Insel. Ist auf jeden Fall unsere. Vor allem ist es unsere, ja. Ja. Mach das.
Oder nicht, Dominik? Das ist ein guter Case auf jeden Fall. Das ist ein dicker, fetter Case mit Zwillingsbereifung. Da können wir ein großes Schneidwerk dran mieten. Da ist auf jeden Fall erstmal, bis das Feld gekauft wird, auf jeden Fall erstmal Ruhe. Ich hab's mal genommen. Okay, dann muss ich aber kurz die Maschinen, du machst eh Holz, muss ich die Maschinen kurz wegfahren. Jetzt gibt's Mega. Das ist ein fetter, fetter Case. 7150. Mit Maisgebiss, aber Maisgebiss brauchen wir gar nicht, ne? Aktuell nicht. Und zwei Anhänger wieder. Anstatt ein. Guck mal. Ist doch cool. Was? Schlecht. So, warte mal. Hast du den mit dem Johnny jetzt schon abgebrochen? Nein, mach ich mal im Frühjahr. Sonst kann ich ja noch nicht im dreschen. Weißt du? Ja, hat der keinen Schnitt? Doch, oder? Das Rasfeld vergesse ich nicht, nein. Das müssen wir zuerst kaufen. Das, weil der Drescher hier schafft das große Kelschneidwerk ohne Probleme. Ich stelle ihn jetzt erstmal hier an die Seite. Weil dann nehme ich morgen gleich das Schneidwerk. Ach ne, brauchen wir erstmal keins mehr dann. Warte mal, ist das überhaupt der, der zu mir gehört? Nicht, dass ich hier den falschen mitnehme. Ja, doch. Weil hier steht nämlich auch noch ein schöner Fan. Tino. Knapp 300k Kredit hattest recht. Tino hat gerade genommen. Ja, hat ihm 300k Kredit gebracht, ne? Der Neustart. Tja, nein, aber wir haben ja alle gesehen, dass jeder irgendwie welche Fehler hatte. Da wollen wir mir jetzt mal nichts unterstellen. Na komm. 11, 12 Felder hat er gekauft. Insgesamt wird schon, er hat, glaube ich, sich 3 Felder jetzt neu gekauft. Naja, klar, weil sein scheiß Rübending abgeschlossen war. Der konnte jetzt das Rüben, die Rübengeschichte beenden. 13, 8 und 19 sind jetzt neu. Mhm. Oh, wir haben einen kleinen Traktor und zwei wunderschöne Brandner-Anhänger zu unserem Drescher dazu bekommen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Traktor fahre ich schon mal an die Brücke und den Drescher habe ich jetzt unten stehen lassen erstmal. So. Ey, die Folge ist schon... Achso, nee, das war ja die Krüppelfolge, die eh schon zur Hälfte vorbei war. So. Hast du beide Bäume schon wieder verkauft? Ja. Okay. Jetzt habe ich aber auch keine mehr. Jetzt muss ich wieder fällen. Ach nee, da liegt noch einer. Na ja, komm. Den noch um... Du kannst auch zwischendrin, wenn du Zeit hast, Stroh verkaufen. Ich glaube, wir haben so viel Stroh im Lager, ne? Oder haben wir das abgefahren schon? Ich hatte schon verkauft, glaube ich. Achso. War schon verkauft. Produktionen sind alle noch schick. Die laufen. Schafwolle? Warum steht da eine? Oh. Ja, wir haben eine volle. Die Binde hast du ja. Ja. Die Produktion hat auch noch genug Platz. Wie
Wie lang ist dieser Baum, Alter? Unfassbar. Aber du kannst auch dreschen sonst, wenn du möchtest. Ja, dann mach du das ja weiter. Seht ihr alles hier. Hier. Also hier liegt ein Baum. Mal den ersten Hafer rein in die Mühle. Oh. Sehr schön. Ach, guck mal, da kam wieder Geld. Dann helf beim Holz. Jetzt haben wir nämlich hier drei Sachen drin. Ne? Hey, wieso? Warte mal. Hafer? So, ach, muss ich auch erstmal aktivieren. Ach, Mensch. Oh, Chat, was geht? Schlaft ihr schon? Ach, da müssen wir, das habe ich mir gedacht. Ein Schlenker. Megafon. Klausi. Klausi findet den Bits-Knopf noch. Er ist noch mal. Danke dir, mein Lieber, für 200 Bits. Vielen Dank. So, Freunde, damit sind wir aber am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut in die Kommentare rein und schreibt was Schönes. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.